So, wir haben einen strahlenden Stern und kaufen mal noch zwei dazu. Und öffnen die dreimal. Eine neue Mewtwo. Mewtwo ist neu. Ist aber gar kein V-Pokémon. Dachte schon, das Bild wäre Holo, ne? Es sieht nur so farbenfroh aus. 130 KP, Genmutanten-Pokémon, Lebenssauger 20, heile 20 Schadenspunkte bei diesem Pokémon, Psychoverbrennung 110. Die Gene von Mew wurden neu angeordnet, wodurch dieses Pokémon entstanden. Es hat ein wildes Herz. Resladero ist immer noch in meinem Deck, hat sich bisher gehalten. Scharfax, Barista, Knaxtel entwickelt sich aus Kaumalat, Drachenklaue 70, Höhlen-Pokémon. Aus den Fortsätzen an beiden Seiten seines Kopfes stößt es Ultraschallwellen aus, um sich in stockfinsteren Höhlen zurechtzufinden. Burmy, Bämon ist auch aktuell in meinem Deck. Sterndu, Riolu, Staralili und Elektroenergie. Oh. Öffnen wir mal noch eins. Nicht viel Neues. Hier haben wir Kubuin, Fusionsangriff, 110 KP, Pinguin-Pokémon. Blockgleiter. Diese Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners für jede an alle deine Pokémon zu angelegte Fusionsangriff-Energie 40 Schadenspunkte zu, wenn du Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Eiszapfenrakete 100. Das Haar auf seinem Kopf ist mit der Oberfläche seines Gehirns verbunden. Immer wenn es etwas über etwas nachgrübelt, erzeugt es eine Kältewelle. Jagdhandschuhe. Holo. Ansonsten kennen wir die Karte. Aber Stadionruine. Jeder Spieler kann nicht mehr als vier Pokémon auf seiner Bank haben. Wenn ein Spieler fünf oder mehr Pokémon auf seiner Bank hat, legt er so lange Pokémon auf den Ablagestapel, bis er vier Pokémon auf seiner Bank hat. Der Spieler, der diese Karte gespielt hat, legt als erster ab. Wenn mehr als ein Effekt die Anzahl der auf der Bank erlaubten Pokémon verändert, verwende die kleinere Anzahl. Luxio, 90 KP, entwickelt sich aus Shinux, Funken-Pokémon. Donnerschock 30. Wirf eine Münze bei Kopf, ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Verbindet es seinen Schweif mit dem eines Artgenossen, absorbiert es einen Teil von dessen Elektrizität und teilt stärkere Stromschläge aus. Topfhelm Fililu. Was heißt das, dass wir hier eine 1 haben, hier eine 1? Ist das jetzt neu oder nicht? Schelm-Pokémon. Überraschungsangriff 30. Wirf eine Münze bei Zahl, hat diese Attacke. Ich glaube, diese sind tauschbar, diese sind nicht tauschbar. Wie auch immer. Es bestiehlt liebend gern Leute, um sich an ihrer Frustration zu erfreuen. Mit Kleptifuchs verbindet es eine tiefe Rivalität. Zwielicht, Sneebel, Krebskorps, Magma und Pflanzenenergie. So, machen wir noch eins auf. Da ist jetzt eine relativ gute Quote an 9 dabei. Da haben wir, das ist doch interessant. Die Karte habe ich nämlich seit kurzem doppelt in meinem Deck. Ich darf aber auch nicht zu viele V-Pokémon aufnehmen. Aber das wäre doch echt ein Kandidat, den jetzt als V-Pokémon aufzunehmen. 100. 90 KP, Morpeko V, Annagen und Abhauen 30. Du kannst dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank austauschen. Extremer Kohldampf, 120 plus. Wenn du Marys Stolz während des Zugs aus deiner Hand gespielt hast, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte. Dafür bräuchte ich aber erstmal Marys Stolz. Die habe ich, glaube ich, aktuell nicht. Glaube ich. So, auch eine schöne Karte. So, Slimer, 80 KP, Holo, Schlamm-Pokémon, Giftwolke. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Es ernährt sich von Industrieabfällen, die durch umweltfreundliche Methoden nun aber knapp werden. Es ist daher vom Aussterben bedroht. Vibrava entwickelt sich aus Knackleon, 90 KP, Vibrations-Pokémon. Ja, sollte man sich in die Hose stecken. Rasierflügel 30. Die Schallwellen, die es durch seine hohe Flügelschallfrequenz erzeugt, verursachen heftige Kopfschmerzen. Tropius, 110 KP, Obst-Pokémon. Fähigkeit heilende Laube. Alle deine Pokémon, an die die Pflanzenenergie angelegt ist, können nicht verwirrt werden. Wenn sie bereits verwirrt sind, erholen sie sich von jenem speziellen Zustand. Schwertschneide 100. Die leckeren Früchte an seinem Hals sind sehr beliebt. In warmen Gebieten gibt es viele Farmen, auf denen Tropius gezüchtet werden. Lippomentas, Formeo, Panflam, Poupons. 50 KP, Lehmpuppen-Pokémon. Dreifachdreher 20x. Wirf drei Münzen. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte pro Kopf zu. Es bewegt sich, indem es auf seinem Fuß kreiselt. Vereinzelt sieht man aber auch Poupons, die dies kopfüber tun. Milza, 60 KP, Stoßzahn-Pokémon. Ultra-Evolution, wirf eine Münze, durchsuche bei Kopf dein Deck nach einem Martax, wähle es auf dieses Milza, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Sie wohnen in Löchern, die sie selbst graben. Ab und an veranstalten sie mit harten Bärenwettbewerbe, wer die stärksten Fangzähne hat.
Nasgnet, 90 KP, Kompass-Pokémon, Rame 20. Es jagt bewegungslos, indem es Beute mit seinem starken Magnetfeld zu sich heranzieht. Manchmal sind jedoch auch Fressfeinde dabei. Und Kampfenergie. So, da haben wir die Packs geöffnet. Ich glaube, hatte ich jetzt noch ein viertes? Oh, jetzt habe ich noch ein viertes gehabt. Habe ich irgendwie eins umsonst bekommen? Oder jetzt habe ich es auch aus Versehen geöffnet. Egal, dann haben wir halt vier geöffnet in diesem Part. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob das wirklich noch ein viertes war oder ob die Zahl da irgendwie doppelt stand. Naja, egal. K-Pilz, 110 KP, entwickelt sich aus Knilz. Pilz-Pokémon, Spornbällchen 30, das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt, pudriger Kinnhaken 130. Du kannst diese Attacke nur einsetzen, wenn dieses Pokémon während deines letzten Zuges Spornbällchen eingesetzt hat. Erst lässt es den Gegner seine giftigen Sporen einatmen, dann traktiert es ihn mit Boxschlägen. Reinigende Handschuhe. Holo. Die Attacken des Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen dem aktiven Psycho-Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Chillabelle, nochmal reinigende Handschuhe, zweimal in einem Pack hier bekommen. Bojolin entwickelt sich aus Bamelin, 110 KP, Meereswiesel-Pokémon. Wiesel, kennen Sie die kleinen Tiere? Floaten. Nimm bis zu zwei Itemkarten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Aquaknarre 60. Da es seit jeher Beute im Wasser jagt, entwickelte es einen Rettungsring. Ja, es geht mir ähnlich. Panflam, Poupons, Milza, Nasgnet, fast dieselben Karten nochmal. Schnäppke, süßer Name. 60 KP, Schneehut-Pokémon, Eishauch. Wirf eine Münze bei Kopf, ist das aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. Eisiger Schnee, 20. Schnäppke kann nur in besonders kalten Gebieten leben. Selbst bei minus 100 Grad Celsius hopst es munter umher. Und nochmal Wasserenergie. So, jetzt hatten wir aus irgendeinem Grund 4 Packs. Vielleicht nicht richtig hingeguckt gehabt. Naja, nächstes Mal geht's weiter. Tschüss, bis dann.